Und hier, meine Freunde der leichten und seichten Unterhaltung, zack, geht's los. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Sims. Ich habe keine Ahnung, warum ich das mache oder das oder sonst irgendwie was. Leute, ich habe was rausgefunden. Letzte Folge ging es hier schon los. Der Hund kotzt hier die ganze Zeit. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Ich würde aber ganz schnell mal irgendwie den zur Tierklinik bringen, weil wir waren zwar gerade erst da, aber der Junge ist irgendwie immer noch ordentlich fertig. Kandidat muss jede Sekunde auf der Bühne erscheinen. Das da. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was das ist. Aber wir müssen zur Tierklinik, weil der Hund kotzt die ganze Zeit. Das ist das Problem, Leute. Eigentlich was ganz anderes geplant, aber Paluten muss das jetzt erstmal machen, weil das ist wichtig für den. Letzte Folge ist er ja gerade noch hier reingekommen, hat sich mega gefreut, dass er mit Kelly verheiratet ist jetzt. Nein, was nimmst du auf? Ah, oh, Sims! Oh Gott, das ist der Spoiler! Zuschauer, falls es gleich ein bisschen lauter wird, ich muss ganz kurz was bohren. Aber Pali muss natürlich auch real bleiben und da muss man sich manchmal auch um Revis Hund kümmern. Freunde, ne? Seid ihr übrigens auch befreundet mit mir? Dann lasst einen Daumen nach oben jetzt da. Wow, weirder Daumen nach oben Plug. Warte, Moment mal. Kann man hier mal irgendwie so eine Generaluntersuchung anfordern oder so? Eva zur Behandlung. Dekastration. Man kann eine Moment mal. Dekastration? What the fuck ist das denn? Tieruntersuchen lassen, Behandlung erhalten. Okay, cool. Jetzt müssen wir wieder 8 Millionen Jahre warten, oder was? Weil der Hund, der hat ja die ganze Zeit, der kotzt hier. Der kommt gar nicht klar. Was geht denn jetzt hier? Guck mal, der Hund kommt alleine nach, angeblich. Ja, kannst du mir nicht erzählen. Eva ist krank. Eva ist halt Safe Call krank einfach. Was hat der denn jetzt? Wir haben hier nur so einen komischen Clown-Roboter. Der Arzt meint zu sein. Ach, der ist schon wieder am Pinkeln. Jetzt geht's schon wieder los, Alter. Es kann doch nicht sein, dass dieser Hund, der verreckt mir hier noch. Hallo, Eva. Hallo. Also ich meine, er sieht aus schon wie ein Hund, der viele Probleme mit sich mitbringt. Guck mal, der ist doch die ganze Zeit am Sabbern und so richtig krass. Ah, genau. Einmal schön scannen, Alter. Als wäre so ein Artikel an der Kasse. Tieruntersuchung, Diagnose, super, duper, Sumpfmaul. Basisbehandlung. Wenigstens hat er dann kein Sumpfmaul mehr. Sumpfmaul ist nice. Kann man machen, muss man nicht machen. Alles easy. Schön zugeschaut. Der Hund ist wieder glücklich und kotzt nicht mehr. Oh, er möchte an die ich weiß nicht, was wir machen können. Joggen gehen? Oh, Hundi. Ach, Hundi. Oh, auch wenn du so ein Arschloch-Hundi bist, bist du trotzdem... Oh, Hundi. Dicker Eva. Guck mal, da steht's gerade an der Seite drauf. Eva, nur rückwärts. Oh, Hundi traurig. Ui. Moment, wo ist denn Patrick jetzt? Jetzt pennt er doch wieder auf der Couch. Meine Güte, Mann. Man kann nicht mal einmal eine Sekunde mit dem Mann rausgehen. Der muss mal nach Hause, weil, wenn die Wahlkampfbetreuerin kommt, ist schon mal was Wichtiges geplant für diese Folge heute, Leute. Die beiden müssen was machen. Was Wichtiges. Erstmal brauchen wir nämlich ein neues Bett, weil das hat mir irgendwie jetzt keiner geschrieben von euch. Ihr Schweine. Die müssen jetzt zusammen hier in dem kleinen Zimmer schlafen, weil das ja jetzt deren Zimmer ist. Kelly ist ja eingezogen. So, dann kriegt Revi tatsächlich ein neues Bett. Wie toll. Er freut sich schon sichtlich. Ihr seht es gerade. Hier, neues Bett. Hasse. Dann gucken wir mal ganz kurz in ein vernünftiges Doppelbett, wo die beiden auch drin pennen können. So geht es natürlich nicht weiter. Wir haben ein bisschen Kohle jetzt von Izzy und so bekommen. Stress gemildert ist halt hier ein bisschen. Da ist auf jeden Fall schon mal Unbehagen auch gemildert. Normalerweise müsste das mehr sein, aber die Kohle haben wir nicht. Die Kohle haben wir nicht. So, machen wir es mal ein bisschen passend zu Patricks Einrichtung. Nicht, dass es jetzt hier nicht mehr funktioniert dann. Meine Güte. Ne? Also man gibt sich ja Mühe. P-Dizzle ist jetzt erstmal, das hier ist jetzt dein Bett unter anderem. Revi ist auch komplett zerstört langsam. Das hier ist jetzt deins. Das alte von Patrick. Recycling nennt man das. So. Paluten, immer noch hundemüde. Geh mal bitte dann schlafen. Eva ist komplett zerstört. Hier ist alles vollgekotzt. Wer ist gerade wach und so aktiv da draußen? Das ist Felix, ne? Dementsprechend, mein lieber Felix, musst du mal dir die Zeit nehmen, hier Mitte mal alles aufzuwischen. Oh, nee, warte, Revi ist wach. Revi ist dein Hund. So, aufwischen. Geh aufwischen. Danke. Blip, 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 blip. Bitte mach einfach das ganze Leben weg hier, Alter. Den rauslassen danach gerne mal. Aber erst machst du das alles mal weg. Zack, geh raus. Rauslassen. Lass ihn raus! Warum guckt der Hund den an? Raus, doppel raus. Kelly ist wieder da. Woo! Gut, Patrick ist auch zu Hause. Heftig. Patrick ist am Pennen, Kelly nicht. Kelly jetzt erstmal das mit beanspruchen natürlich. Warte mal kurz, beanspruchen. Und dann würde ich mal auch mich kurz dazulegen, ein bisschen pennen. Weil die beiden müssen sich mal ganz kurz ein bisschen ausschlafen. Oh, ja, okay. Patrick, als ob die da jetzt... Oh, das kann doch nicht sein. Patrick? Patrick? Patrick, wo ist Patrick?
Wo ist Patrick? Da ist Patrick. Okay. Wann muss der zur Arbeit? Das wird jetzt ein schwieriges Unterfangen, Leute, weil es ist in einer Stunde. Verdammt nochmal. Dominik Niesen möchte vorbeikommen. Ja, ja, hau mal rein. Gut, der snackt sich gerade noch derbe einen weg. Ist ein bisschen müde, aber ist auch C-Promi. Wie gesagt, die ist mit jemandem Berühmten zusammen. Also potenziell, wir kommen immer mehr in das Profil von Kelly jetzt hier rein. Steh mal auf, bitte. Geh mal zu Patrick und dann machst du mal kurz ein bisschen Romantik. Okay, Baby machen geht nicht. Der Haushalt dieses Sims ist zu groß. Als ob die kein Baby machen können. Ich wollte, dass die ein Baby machen. Das kann nicht sein. Oh, aber ich habe einen Plan. Die konnten doch bei Trump was machen, oder? Guck mal, die beiden, die müssen jetzt erstmal ein bisschen weiter kokettieren. Oh, ein bisschen unangenehm vor Izzy, Alter. Also das heißt, hier können wir kein Baby machen. Aber wir können drüben ein Baby machen. Es muss ein Baby gemacht werden jetzt. Palli-Baby. Hashtag Palli-Baby. Das kann nicht sein, dass das nicht klappt. Ich tue doch mein Bestes hier. Wo ist der Mann? Ist der Mann in seinem Keller? Was? Ein Romantikfestival? Techtelmechtel mit. Ja, Paluten höchstwahrscheinlich. Na, komm. Patrick! Jetzt ist Patrick nicht da! Oh mein Gott! Ah, oh, der musste zur Arbeit. Ich wollte doch nur ein Baby. Jetzt ist sie kokett noch. Leckos mio. Kann ich den von der Arbeit holen? Das ist gerade wichtiger irgendwie. Kannst du bitte einfach nach Hause kommen? Arbeit früh verlassen. Bei Promis einschleichen. Oh Gott, ey. Mit Kollegen flirten, bist du doof? Bei Promis einschleichen. Okay, gut, mach das mal. Und kann ich auch was machen? Das ist ja der Hammer. Das ist ja krass, Alter. Was können die machen? Ach du Heilige, habe ich jetzt den Hund gerufen? Oh, bitte nicht, habe ich nicht diesen traurigen Hund gerufen. Das kann nicht sein. Ey, Leute, wir wollten doch nur ein Kind machen. Aber keine Chance, Alter. Keine Chance. So, wann musst du zur Arbeit, Kelly? 8 Uhr morgens. Wann kommt Patrick wieder? 23 Uhr. Kriegen wir hin bis dahin. Könnte super Leute kennenlernen. Soll wieder mal nachschauen, ob er recht hat. Warum will ich auf... Die ist gerade verheiratet, Vanessa. Das ist doch hoffentlich Vanessa, oder? Ich bin mir nicht sicher. Aber ich kann doch jetzt nicht auf ein Romantikfestival gehen. Ah, okay, komm. Wir gehen einfach auf ein Romantikfestival. Alleine mit dieser Tante. Ich glaube, es war Vanessa. Ich bin mir nicht sicher. Aber Vanessa, du kannst doch keine frisch Verheiratete auf ein Romantikfestival mitnehmen, um deine Leute kennen. Das kann nicht sein. Honeypop, ach du... Das war wirklich Vanessa. Und die lacht sich einen ab. Ey, Vanessa, du bist so ein Arsch, Alter. Ohne Mist. Ohne Mist, Vanessa. Was machen wir denn jetzt? Ja, hier sind nicht mal Leute. Was ist das für ein Festival, bitte? Wo nicht mal Leute sind. Was ist das? Warum glänzen die? Was ist falsch bei denen? Guru nach aktueller Beziehung. Um weisen Rat, Romantik-Gurus. What the f... Alter, bist du verrückt? Was ist das? Warum leuchten die? Ich will, dass du mit der redest, bitte mal. Stell dich mal freundlich vor, Kelly. Annika, warum leuchtet Annika? Trinken die irgendwas Krasses? Hat der Typ eine Maske auf? Was bist du denn, Alter? Jens! Was ist denn mit Jens los? Was ist denn falsch bei dem, Alter? Was bist du, Teenager? Das ist doch kein Teenager, du bist doch Jack, Alter. Wir müssen weg. Entschuldigung, ganz spontan. Wie viel Uhr ist es? 20 Uhr, obwohl die können ein paar Stunden hierbleiben, ne? Aber Kelly schläft die ganze Zeit höchstwahrscheinlich ein. Die darf nicht einschlafen. Nee, das ist nicht gut. Wir müssen weg. Oh, ich muss noch Leute treffen. Ach, die ist eingepennt. Heilige Mutter. Oh, wir müssen uns noch Leute vorstellen. Hallo, schön dich kennenzulernen. Ja, Leute treffen, cool. Vorzeitig beenden. Ja, bitte weg. Ich möchte weg. Ich möchte nach Hause. Schön ab ins Eigenheim. Es muss ein Kind gemacht werden. Leute, es ist Babyzeit. It's baby time. So, wenn Patrick nach Hause kommt. Wehe, der ist jetzt schlaff, ne? Heute wird ein Baby gemacht, Alter. So ein richtig geiles, ein schnuckliges. Kelly, jetzt geh dir mal bitte kurz, geh mal bitte kurz schlafen. So, bis 23 Uhr, bis Patrick wiederkommt. Wird jetzt schön gepennt, Alter. So, was geht bei Felix? Lust, etwas trinken zu gehen. What the f***? Tapetenwechsel, Barsalon, salzige... abbrechen. Wie sehr ich da irgendwie mit irgendjemandem hingehe, Alter. Hier wird nichts gemacht. Jetzt mal kurz rausgehen aus dem Bett. Schumpf hat zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Das Gericht in die Mikrowelle stellen und es nochmal neu zubereiten. Immer neu zubereiten, das Gericht, Alter. Kannst du mal kurz bitte duschen? Das ist nämlich wichtig, wenn Palle jetzt gleich kommt. Zack, 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 zack. Palle ist wieder da. Palle möchte nur noch ins Bett. Nicht schlimm. Wir nehmen den jetzt nämlich kurz mit hier hin. Besuchen. Mit Paluten. Okay, Trump war nämlich gerade eben auch nicht da. Das heißt, jetzt könnte es passieren, Alter. Wenn der Haushalt nicht groß genug ist, kann man da ein Kind zeugen. Das nehmen wir aber einfach mit zu uns. Nachdem wir Grevys Hund haben kastrieren lassen, es muss die Wendung kommen, Alter. Was Schönes. Schnell, geht in den Keller. Geht einfach beide in den Keller. Geht beide in den Keller. Runter. Techtelmechtel. Romantik. Baby machen geht auch nicht. Der Haushalt dieses Sims ist zu groß. Verdammt nochmal. Wir müssen irgendjemand bei uns potenziell rauskicken. Aber die brauchen ein Kind. Das war jetzt ein Techtelmechtel? Mann! Wir wollen doch ein... Das sind Couple Goals. Er ist halb verreckt und... Verdammt nochmal, Leute. Naja, ich muss mich irgendwie um einen neuen Haushalt kümmern, denn das Palli-Baby muss noch kommen, Leute. Vielleicht kriegen sie dann so ein kleines Häuschen noch für nebenan, sage ich mal. Mini-Häuschen, einfach nur, wo sie ihr kleines Kindchen machen können. Was möchte sie? Die ist ein bisschen kokett gerade. Dann würde ich jetzt mal sagen,
Leidenschaftlich erstmal schön einen küssen. Hallo, kannst du aufhören, Fernsehen zu gucken? Muss mal kurz bitte Patrick leidenschaftlich küssen. Aber warum denn jetzt wieder oben? Mann, ey, eure Beziehung ist aber auch echt schwer. Irgendwann kriegen sie es nochmal hin, ein Baby zu machen. Ich merke das schon. Okay, Leute, alles ein bisschen weird. Ich wollte ein Baby machen, aber es geht nicht, weil der Haushalt zu groß ist. Meine Güte. Aber andere Sachen findet man auf jeden Fall immer, um Haushalte zu verkleinern, sag ich mal. Warum stehe ich hier? Ich will nach Hause. Was tue ich hier? Naja, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ne? Haut rein und ciao, ciao. Das Video ist vorbei, ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos, guck mehr Videos, mir fällt nichts mehr ein. Tschüss.